Guten Morgen! Wie schläft ein Bandscheibengeschädigter, ja, tagelang, eventuell wochenlang, ja, draußen auf unterschiedlichen Untergründen, auf, ja, Fußböden in Wohnungen oder im Zelt bei Wind und Wetter? Wie funktioniert das? Wichtig ist beim Bandscheiben, dass es hinten nicht kalt wird und ja, dass du so schlafen kannst, dass eben frühst die Bandscheiben nicht wehtun. Und ich habe viel ausprobiert, deswegen auch die ungewöhnliche Perspektive, weil ich will jetzt gleich unten weiterfilmen und ja, sag euch, wo ich gelandet bin und wie ich schlafe. Und ich denke, das wird für viele sehr, sehr interessant sein, weil für mich muss ich sagen, ich bin auch sehr, sehr erstaunt. Also, ich switch mal um auf das, was ich hier angerichtet habe. Und da sind wir schon dabei. Das sind also die Varianten, wo ich letztlich auch drauf schlafen konnte und die jetzt dann quasi zur Wahl standen. Meine erste, ja, wo ich froh war, die gefunden zu haben, das kennt ihr noch aus dem vorigen Video, wo ich auch den Zeltbag euch vorgestellt habe. Das ist diese Matratze hier. Die wiegt ungefähr 2 Kilo und das ist ein Luftbett. Das kann man aufpumpen. Ich verlinke euch das unten auch. Und darauf konnte ich das erste Mal außerhalb von meinem Bett schlafen. Und ja, bestimmt 4-5 Stunden am Stück und auch 8 Stunden dann insgesamt. Also nach 4-5 Stunden bin ich mal kurz aufgewacht. Und das ist so ein Luftbett. Ist natürlich sehr schwer, ist sehr komfortabel. Also es ist, ja, also vom Boden gesehen so hoch. Also, ja, also richtig fett. Und die Schwere ist ein Problem und da ich gemerkt habe, dass umso härter ich schlafe, umso besser ich tendenziell schlafe, ist hier ein Problem, dass wenn die Luft entweicht, dass da durchhängt, dass dann der Rücken früh ein bisschen wehtut. Aber das war die erste Option gewesen, die ich durchaus auch hätte in Anspruch genommen, aber ich habe bessere gefunden. Und dann kamen wir zu dieser Option hier. Ich habe auf dieser Matratze so eine selbst aufblasbare Luftmatratze mal ganz am Anfang geschlafen. Das hat nicht funktioniert, mein Rücken tat weh, habe ich wieder zu den Akten gelegt. Jetzt habe ich aber zu Hause auch umgestellt, fast umgestellt, ich bin noch bei der Übergangsphase, auf eine Kapok-Matratze. Welche ich habe, das verlinke ich euch auch unten. Und schlafe viel, viel härter jetzt. Und jetzt hatte ich durch Zufall beim Rainbow, da habe ich einfach die Matratze hier Chiara gegeben, weil, ja, Chiara halt das Ganze mit dem Schnee und so war so viel. Und da wollte ich ihr die gute Matratze geben hier. Und die gute Matratze kostet übrigens nur knapp über 10 Euro. Also das, deswegen, also absolute Empfehlung hier für das. Und da habe ich von ihr ihre Isomatte bekommen. Und nachdem ich ungefähr eine Woche auf der Carbock-Matratze zu Hause geschlafen habe, konnte ich plötzlich auf dieser Matratze halbwegs gut schlafen. Und die Matratze hier wiegt 1,6 Kilo. Das heißt, die ist ein bisschen leichter als die. Und schon habe ich gedacht, okay, dann switche ich über zu dem. Und dann habe ich aber überlegt, okay, ich habe mich jetzt durch Gewöhnung an etwas Härteres gewöhnen können und hatte es auch gut für den Rücken. Wie weit kann ich denn das Spiel treiben? Und da sind wir bei der Variante, mit der ich jetzt meine Wanderung starte. Das ist nicht die Matratze. Das ist nicht die Matratze. Sondern das ist die Matratze hier. Das ist. Man kann die so zusammen machen. Und das sind zwei von diesen, hier steht es auch drauf, Thermarest Z-Lite. Und ja, ich habe eine unten hingelegt. Unter einer ganz normalen so ein Thermofleece. Das lege ich immer unten drunter, ist auch total leicht. Ja, habe ich eine so hingelegt. Und dann habe ich eine geteilt und an den beiden neuralgischen Punkten, Gesäß und Schulter, liege ich jetzt sozusagen auf einer dreifachen Schicht von diesem Thermo Z-Lite. So ein Ding wiegt, glaube es waren 390 Gramm. Das heißt, ich bin jetzt mit rund 800 Gramm dabei und kann wunderbar hier darauf schlafen. Das Positive dran, hier ist halt keine Luft, sondern das sind halt so Schaumstoffnoppen. Und es gibt auch einen Billigableger von dieser Matratze. Da sollen aber die Noppen relativ schnell eingedrückt werden und auch hier ausgefranst. Und da gibt es schon welche, die ja monatelang auf dem Ding schlafen und das ist immer noch wie vorher. Und das ist natürlich richtig, richtig geil. Weiterer Vorteil dieser Z-Lite ist,
dass sie kein Wasser aufnimmt. Das heißt, du kannst dieser, wenn du sie jetzt so zusammen machst, machen wir das mal. Kannst du dich wunderbar drauf setzen. Im Lagerfeuer und so weiter. Und es nimmt, wie gesagt, kein Wasser auf. Das heißt, du kannst sie danach wieder reinnehmen und ja, kurz abtrocknen quasi und ja, und dann einfach wieder als Schlafmatratze benutzen. Also hat Sitzgelegenheiten, Schlafmatratzen ein. Das bedeutet natürlich für mich, ich kann mir so einen kleinen Hocker sparen, den ich mir schon gekauft habe, zum, ja, wenn ich irgendwo mal doch sitzen muss oder sowas, sondern nehme einfach hier meine quasi Schlafmatratze als Sitzgelegenheit. Und da hast du wieder eine Sache gespart. Und das ist halt das Positive. Möglichst viele Sachen nutzen, die verschiedenen Nutzen haben. Und so spart man halt Dinge. Und das ist jetzt so, wie ich schlafe. Und ja, das ist das eine. Das andere ist, ich hatte ein aufblasbares Kopfkissen. Ich bin aber jetzt dazu übergegangen. Einfach, ich habe hier so ein, ja, so eine Art Jacke, die ich immer nutze. Das ist einfach so ein, ja, so ein Filzstoff, den ich immer überwerfe. Und den nutze ich einfach als Kopfkissen. Verzichte auf ein Kopfkissen mitzunehmen. Das hat mir wieder 250 Gramm gespart. Das heißt, mein Kissen ist gleichzeitig meine Jacke. Und dann kommen wir noch zu dem dritten Schlafutensil. Und das ist, und den kennt ihr allerdings schon, das ist das Saddlebag. Den verlinke ich euch auch. Das ist ein Schlafsack, wo Beine und Arme voneinander quasi getrennt sind und sich bewegen können. Und man kann, ja, das sind die Arme und das sind halt die Beine, das ist alles einzeln. Und man kann auch die abmachen, sodass man dann, und da kommen wir nämlich zum Clou, auch damit laufen kann. Das heißt, ich kann mir dicke Kleidung sparen. Ich habe meinen Schlafsack und gleichzeitig habe ich auch ein Backup, wenn es kalt wird. Dann mache ich einfach die Füße ab und bin halt in diesem riesen, das ist dann wie so ein Schneeanzug. Ich verlinke euch mal ein Video, wo ich damit rumgehüpft bin. Und ja, und damit habe ich auch wieder gespart. Ich habe einen Schlafsack und quasi ja einen Schneeanzug in einem. Oder sagen wir mal, sehr, sehr warme Kleidung. Und das ist natürlich bombastisch. Und so versuche ich halt echt so wenig Gepäck wie möglich mitzunehmen, weil das ist natürlich, ich habe es die ganze Zeit auf dem Rücken und ich glaube, jedes Gramm, was ich weniger habe, da bin ich froh. Weil mein Rucksack alleine wiegt schon 3 Kilogramm. Da kommen wir noch in einem anderen Video dazu. Und ja, also so schlafe ich. Mit diesen Z-Lite, die kosten, ich glaube, zurzeit 45 Euro, aber gibt es auch manchmal im Angebot für 33 Euro. Ich verlinke die euch unten, wie die normal kosten. Und da könnt ihr mal gucken und dann googelt einfach mal, ob ihr das vielleicht billiger findet. Ich habe die jetzt hier mal nicht online gekauft, sondern offline bei Desathlon. Und ja, da habe ich die bekommen für 33 Euro. Das heißt, zwei Stück, 66 Euro bezahlt für meine Schlafuntergelegenheit und gleichzeitig Sitzgelegenheit und zeitgleich gut für den Rücken. Und damit kann ich halt wirklich sowohl in jeder Wohnung als auch im Zelt immer, sag mal, relativ gut schlafen. Also ich kann auch nicht durchschlafen, aber ich kann ohne Schmerzen von früh bis abends schlafen. Und das ist für mich ein Wahnsinnsding. Ja, gut, das soll es gewesen sein und dann hoffe ich, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte oder euren Informationsdurst stillen konnte, wie ich sozusagen auf der Reise schlafe. Also ich habe keine Matratze mehr, sondern ich habe einfach zwei Isomatten und ja, trotz Bandscheibenvorfall habe ich mich jetzt nach 2, 3 Wochen auf dem harten Liegen angefangen von Carpock über selbst aufblasbare dünne Luftmatratze hin zu dem jetzt gesteigert und bin eigentlich guter Dinge, dass das dann eigentlich immer weiter gut wird. Zu dem zur Carpock-Matratze mache ich noch mal ein extra Video, weil ich halt, ja, aber das ist jetzt was ganz anderes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Was ich aber nicht vergessen, ja, so rum. Was ich aber nicht vergessen will, ist mein aufblasbares Seitenschläferkissen. Das heißt, das ist einfach so eine Rolle. Die kannst du aufblasen und das ist außen so ein relativ, ja, so samtiges Material.
Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, weil ohne Seitenschläferkissen kann ich ja nicht schlafen, weil das ist einfach gesünder, wenn du dann deine Beine parallel auch im Seitenschlaf liegen, vor hinten für die Bandscheiben. Und für mein Knie im Übrigen auch, was ja auch zertrümmert ist. Das heißt, Seitenschläferkissen für mich ganz wichtig. Und da gibt es nur ein aufblasbares Seitenschläferkissen am Markt, was ich gefunden habe. Und das ist dieses hier. Und ja, das habe ich sozusagen auch noch dabei. Das ist natürlich auch sehr, sehr leicht. Das wiegt irgendwie, ich glaube, 100 Gramm oder sowas, wenn man das zusammenrollt. Und, aber das nutze ich natürlich auch noch zum Schlafen. Und jetzt wisst ihr genau, wie ich schlafe.